Willkommen zurück zu Atelier Rorona DX. Wir haben noch ein bisschen Zeit, 20 Tage, um unsere Auftraggabe abzugeben. Wir haben genug Sachen, um die 10 Sterne zu vervollständigen. Deshalb haben wir nochmal Gelegenheit, in die Ortoga-Ruinen zu gehen. Denn da fehlt uns noch ein Gebiet. Nämlich das hier. Das haben wir letzte Folge schon freigeschaltet. Oder was vorletzte? Ich weiß es gar nicht mehr. Okay. Nichts für Leute mit Höhenangst. Und die Kamera dreht sich hier automatisch. Guck mal, hier gibt es ein bisschen Vogelkot einzusammeln. Oder nee, totes Bestienfleisch. Irgendwie so Mäusegewöll oder sowas. Ja. Bei den Wölfen machen wir nichts Besonderes. Das ist jetzt schon... sind ja schon Trash-Mobs geworden. Einer konnte einen Debuff loswerden und mehr war auch nicht. Das fällt hier auch auf, die Kämpfe gehen relativ flott von der Hand, weil es in den moderneren Ateliers ja viel mehr Möglichkeiten gibt, was man noch so in den Kämpfen machen kann. Hier ist es alles ein bisschen einfach gestrickt. Hat halt seine Vor- und Nachteile. War das jetzt eigentlich der richtige, den ich ausgewählt habe? Ne, war natürlich der verkehrte. Da muss X noch einmal herhalten. Mal sehen mit seiner neuen Rüstung. Ach so. Wieder nur ein Debuff, okay. Dang. Ich finde den Klang gut. Von Excels Bratpfanne der Klang super. Ja, diesmal der richtige. Oh, jetzt brauchen wir schon 60 Erfahrungspunkte für den nächsten Level. Das ist wieder so ein Audra. Jetzt habe ich gar nicht drauf geachtet. Gibt es hier auch wieder zwei Ausgänge? Komm, wir nehmen den mal. Der wird wahrscheinlich auf uns zustürmen. Ja, das war so klar. Und das heißt für mich, da ist auch ein Ausgang dahinter. Jetzt muss ich mal ein bisschen gucken. Wir können gleich einen Craft einsetzen. Ich greife jetzt hier mal den Outdoor an. Irgendeinen der Outdoors werde ich ja vielleicht nicht erwischen. Gucken wir mal. So, jetzt aber Craft. Ne, doch, sind alle im Gebiet. Super. So, da ging es ins nächste Sammelgebiet und hier. Was ein bisschen schade ist, dass wir hier jetzt gar keine Steine kriegen. Also Fest und Phlogiston habe ich bisher hier noch nicht gesehen. Das ist ja die Hauptsache, die wir hier eigentlich brauchen. Obwohl mit den Vogelfedern und den Fellen, da kann man bestimmt Kleidung herstellen. Das könnte man auch mal angehen. Ist leer. Es sind immer Sammelplätze, die sind nicht immer gefüllt. Mal sind die da und mal nicht. Ist halt Zufall. Ein Schaden nur noch der Pony. Werde ich ja bald gar keinen Heiltrank einpacken brauchen. Und hier ist noch eine Sammelregion. Okay, jetzt sind wir hier. Jetzt
gehe ich hier mal durch. Ein riesiges Gebiet hier. Okay, da ist dann aber Schluss. Da geht es nicht mehr weiter. Fragezeichen? Achso, hinter dem Pony liegt noch was, ne? Jetzt kommen sie angewackelt. Ich will aber gar nicht gegen Punis kämpfen. Die haben kein interessantes Loot. Und sonst auch langweilig. Okay, drei Stück. Ich werde da trotzdem kein Item einsetzen. Dafür machen die viel zu wenig Schaden. Auch nur Pony-Mist hier. Aber eine Truhe. Sehr schön. Wieder ein Fass. Ja, lohnt sich trotzdem nicht, dieses ganze dieses Gebiet. Alles nur Punikram und dann ein Fass als Loot. 2 Tage kostet uns das, in dieses Gebiet hier zu gehen. Da will ich nicht wieder rein. Okay, so gesehen viele billige Erfahrungspunkte. Von der Qualität her nichts Besonderes. Eine Heilsalbe, okay, das ist auch noch nett. Kann man irgendwie bei einer Quest mal abgeben oder so. So, das war das. Dann können wir jetzt wieder hierhin zurückgehen und dann die obere Abzweigung nehmen. Zeitlich reicht das alles noch. Jetzt haben wir wieder ein paar Wölfe.
ないわね。こっちから行くわよ。やあ。そら。やあ。やったー。やあ。チャンスだね。今のうち。Da werden wir tatsächlich noch Level 10 gleich. Mal sehen, ob da was Besonderes passiert. Ich gehe davon aus, dass sich das Kampfsystem noch ein bisschen verkomplizieren wird. So, ich nehme die Kämpfe hier natürlich trotzdem noch mit. Die haben wir quasi bezahlt mit Lebenszeit. Also mit Ingame-Zeit. 2 Tage für diese Region, da können wir auch die Kämpfe alle mitnehmen. Da ist wieder nichts. So. Jetzt noch gegen die Audras, da brauchen wir wieder einen Craft. Kämpfe sind ja immer gleich, also in der Besetzung, oder? Nee. Diesmal sieht das anders aus. Brauchen wir einen Skill einsetzen? Achso, My Special war Healing, Slam war ganz gut. Brauchen wir nicht Slam. Mache auch nur 2 Schaden, die Vögel. Trotzdem setze ich das hier mal ein. Skill Detect Danger. Okay, mein neuer Skill. Striking Girl. Und Tasty Eats. Tja, unser Korb ist schon wieder voll. Trotzdem würde mich das letzte Gebiet hier noch reizen, oder? Es ist noch nicht mal das letzte Gebiet. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich habe aber Hoffnung, hier noch was Tolles zu finden. 3 Tage, dann sind wir bei 10. 1 Tag Rückreise sind wir bei 9. Das ist alles noch im grünen Bereich. Ich schmeiße ein bisschen Punikram sonst raus aus dem Korb. Okay, hat auch einen Flächenangriff. Aber wieder nur Vogelnester mit irgendwelchen crappy Federn.
Erstaunlich, dass Rorona diejenige ist, die am meisten Schaden macht mit Zuschlagen. Die anderen haben halt noch keine verbesserte Waffe. Nee, komm, machen wir erst den Vogel weg. Wurden... Nee, wir wurden nicht geheilt, oder? Wer hat gerade 5 Hitpoints zu bekommen? Doch, Ixel, oder? Doch, Ixel wird dauernd geheilt. Ist das ein neuer Skill? Kann ich jetzt nicht gucken. So, Ixel. My Tasty Eats. Jedes Mal, wenn er dran ist, heilt er 5 Hitpoints. Das ist ja awesome. Das ist ja fantastisch. So wenig Schaden wie wir kriegen, da heilt er mehr, als er Schaden kriegt. Komm, ich mach den Vogel platt und brauchen wir kein Item verschwenden. Ja, in dem Kampf haben wir einen Schadenspunkt bekommen. Was kommt jetzt weg? Punikran, ne? Fell haben wir zwar auch viel, aber ich weiß noch nicht genau, wofür wir das mit brauchen. Federn haben wir noch am wenigsten, dann nehme ich die zumindest mal mit. Ich glaube, Fleisch hat man noch so viel, aber ja. Ich muss leider noch mal nach Qualität sortieren. Schade, dass das nicht sich merkt. Du nimmst mal einen Skill. Ich lasse jetzt alles liegen. So,
Hier hätten wir jetzt noch ein weiteres Gebiet. Da werde ich jetzt aber nicht mehr reingehen. Unser Korb ist voll. Wir haben jetzt auch keine Zeit mehr. Okay, das wäre dann tatsächlich das letzte Gebiet. Da müssen wir irgendwann nochmal hin. Aber nicht in diesem Monat. Nee, Basket. Ja, das kann also bleiben, obwohl... So. So, dann schauen wir mal nach Aufträgen. Okay, dann könnten wir 3 Stück abgeben für 84, das ist, glaube ich, nicht schlecht. Tja, dann können wir noch mal gucken, was wir sonst noch craften können. Achso, genau, können wir hier noch Sachen abgeben? Ich glaube, ich mache noch einfache Zettel. Ich will meine gute Alchemiekohle hier nicht abgeben. So, das brauchen wir nicht. Ach so, das war wieder die Geschichte mit dem Kohl und so weiter. Ja, tut mir leid. Muss ich ja mal kurz weg. Okay, das waren jetzt 2,5 oder sowas. Können wir noch einmal Zettel machen gleich und dann ist gut.
Hat sich nichts getan, okay. Vorher muss ich Supplements machen. Vorher muss ich nochmal Wasser holen. So, das brauchen wir für die Zettel. Dann was ist für die Supplements. Mach ich direkt 10 Stück. Ich werde 9-mal Wasser nehmen und 1-mal irgendwas. Mit irgendeinem Trade. Oder vielleicht sogar Quality plus 1. Nehmen wir das Mehl. Das Mehl. Achso, passt ja sowieso nicht rein. Habe ich falsch gedacht. Die haben ja Kostlevel nur 2, also nur 1, wenn ich jetzt nur Wasser nehme, also da kriege ich gar nichts Sinnvolles rein. Nehmen wir mal einfache Supplements. Ohne was dabei. MP-technisch reicht das auch noch. So, wahrscheinlich müssen wir 3 abgeben. Ich gebe jetzt erstmal 2 ab. Warum haben die eigentlich Qualität 44 und nicht nur 40 wie das Wasser? Achso, die anderen Kohl hat ja, ja, ist klar. Die anderen Zutaten haben ja mehr Qualität. Ja, einer fehlt noch. Super, 10 volle Sterne. Nichts Neues. Seltsam, seltsam, seltsam. Ja, dann können wir jetzt nicht viel Sinnvolles machen. Ich muss erstmal MP regenerieren. So, und dann ist in 2 Tagen automatischer Abgabetermin. Das bedeutet aber auch, dass ich jetzt nichts Langes herstellen kann. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, hier nochmal Holzkohle. 2 kann ich herstellen, dauert 1 Tag. 4 kann ich herstellen. Achso, das würde auch gehen. Hä? Ich dachte, es ist so, dass man jetzt nur Sachen bauen kann bis zum Abgabetag. Was brauchen wir denn überhaupt noch? Wir haben alles Wichtige schon hergestellt, bis auf die Bombe. Bomben wären jetzt ganz gut. Cannon braucht. Warum können wir Cannon nicht herstellen? Weil wir Ingots nicht haben.
Wir können ihn jetzt gar nicht herstellen, kann das sein? Ja. Warum nicht? Hagel? Hast du noch ein Rezeptbuch versteckt oder so? Sei gut. Nö. Stoff und so konnten wir auch nicht herstellen, oder? Na gut, aber Bombe ist wichtig. Jetzt überlege ich, ich könnte 5 Stück herstellen, das, wenn wir genug Flogges dann hätten. Ich könnte auch erstmal 3 herstellen, 3 in 2 Tagen. Kostet, ja. Das heißt, wir brauchen dann noch... Ich will ja nicht die guten verschwenden. Einen hier. 5 Phlogiston müsste ich noch kaufen. Geld ist echt knapp, muss ich sagen. Ich hoffe, wir kriegen irgendwie nochmal wieder was. So, dann haben wir... Können wir nämlich die 3 Bomben herstellen und dann ist Abgabetermin. Oh je, da müssen wir jetzt auch noch unsere gute Holzkohle hier opfern. Oder nochmal Phlogiston. Ja, komm. Nehmen wir den hier noch, auch noch weg. Den hier natürlich nicht. Und dann zweimal unsere Holzkohle. Es blutet mir ein bisschen das Herz. Bewertungstag. Ich hoffe, ich habe das alles richtig gemacht. Ich will nicht direkt die erste Aufgabe vermasseln. Tut mir leid, dass ich dich habe warten lassen. Nein, kein Problem. Ich habe nicht gewartet, überhaupt nicht. Versuch ein wenig lockerer zu werden. Obwohl ich weiß, wie es um dich steht, versuch dich trotzdem ein wenig zu entspannen. Ja, du hast recht. Erstmal tief einatmen. Und geht's jetzt besser? Ja, vielen Dank. Okay, dann kommen wir jetzt zu deiner Beurteilung.
Warte, kannst du noch kurz warten, bitte? Ja, das könnte ich machen, aber wenn wir jetzt warten, ändert das an der Bewertung nichts. Ja, du hast ja recht, es tut mir leid. Also, dann lass mich jetzt deine Bewertung bekannt geben. Okay, wir haben 3 von vermutlich 3 Sternen erreicht. Einen Stern müssen wir erreichen. Wir haben es also bestanden. Ja, das war ja vorher klar. Wirklich? Ah, 見事というほかないな. Astrid も適当な判断 で 君にアトリエを任せたわけではないということか. Ja, das Ganze war nicht weniger als beeindruckend. Ich schätze, Astrid hat es genau richtig gemacht, als sie beschlossen hat, dass du dich darum kümmerst. Ist das wirklich kein Traum? Ich meine, ich bin doch gar nicht so gut. Nun stell mal dein Licht nicht so unter den Scheffel. Es tut mir leid. Das ist eine faire Beurteilung und du hast es dir so verdient. Du solltest stolz auf dich sein und selbstbewusst. Und wo wir sowieso gerade hier sind, kann ich dir auch direkt die nächste Aufgabe mitteilen. Okay, wir müssen Bomben herstellen. Haben wir die ersten 3 schon hergestellt. Damit die Minen weiter ausgebaut werden können. Es geht da wieder um den Typ der Bombe und die Qualität. Ach, zu Bomben zählen eben nicht nur Bomben, sondern auch Fässer und Kanonen. Je höher die Qualität, desto besser. Normale Bomben sind ja relativ leicht herzustellen. Da können wir in 3 Tagen 5 Stück herstellen. Bei den Kanonen brauchen wir erst Ingots und dann noch die Kanonen selber. Barrel waren können wir in 3 Tagen 6 herstellen, glaube ich, oder? Also Barrel wäre, glaube ich, am einfachsten. Dafür brauchen wir Holz und so. Naja, gucken wir mal. Jetzt haben wir jedenfalls 90 Tage Zeit. Bakudam desu. Ja, genau, Bakudam. Ah. Kosan-Shingen no hakutsu ni tsukau node, tonikaku kazu ga hitsuyou da. Ja, wir brauchen die für unsere Minen. Es wäre großartig, so viel wie möglich davon zu bekommen. Ich stelle mir gerade so die Kanone vor, wie sie in der Mine abgefeuert wird. Sei bitte nur vorsichtig, wenn du mit den Explosivstoffen umgehst. Ja, ich komme schon klar damit. Nun gut, ich zähle auf dich. Oh je, ich hätte nicht gedacht, dass das so gut klappen würde. Stolz und Selbstbewusstsein. Ich glaube, ich werde beim nächsten auch mein Bestes geben. Hey, du Ritter da drüben. Bist du taub oder was? Ich heiße Stelkenbrück.
Minister, mein Name ist Störkenberg und ich würde es begrüßen, wenn du mich so nennen könntest. Meredith Allcook? Ja, ein seltsamer Name. Der ist hier Minister für was? Also, was ist denn jetzt mit dem Atelier passiert? War nicht heute Abgabeschluss? Sie hat tatsächlich eine großartige Leistung vollbracht und die Aufgabe erfüllt. Nani? Was? Aber du hast es dir doch hoffentlich nicht zu leicht gemacht. Meine Aufgabe ist es lediglich, die Resultate zu verkünden. Ich hatte keinen Einfluss auf die Beurteilung. Diese Blagen bei dem Atelier. Wie nervig. Wenn der König nicht beschlossen hätte, ihnen eine Chance zu gewähren, dann wäre das jetzt schon lange dicht. Er erledigt nie seinen Job, aber mischt sich immer bei wichtigen Sachen ein. Respektlosigkeit gegenüber dem König kann ich nicht überhören, selbst aus dem Munde eines Ministers nicht. Weder du noch der König haben eine Ahnung, was uns das alles kostet. Oder besser gesagt, wie sehr das Königreich profitieren würde, wenn man anstelle des Ateliers dort eine Fabrik hinstellt. Natürlich kann ein einfacher Ritter, wie ich es bin, niemals derartige Geschäftlichkeiten verstehen. Allerdings hast du der Entscheidung des Königs bereits zugestimmt. Da solltest du dich jetzt nicht beklagen. Es ist mir schon klar, dass du nur zugestimmt hast, weil du dachtest, sie kriegen es ohnehin nicht hin, aber... Naja, spielt auch keine Rolle. Diesmal hat sie vielleicht noch bestanden, aber irgendwann wird sie schon noch scheitern. Er ist wirklich ein intelligenter Mann, aber er ist so engstirnig. Und er wird ohnehin über alles nur meckern. Ich werde einfach weiterhin das tun, wovon ich glaube, dass es das Richtige ist. Genau, hör auf dein Herz, Dirk. Denn du hast es am rechten Fleck. Puh, ein Job erledigt. Aber der nächste fängt direkt an. Ich hoffe, ich halte das die nächsten 3 Jahre durch. Du mach dir erstmal keine Gedanken über die 3 Jahre.
So, und mach dir jetzt Gedanken über die nächsten 90 Tage, dass wir ein paar Bomben gebastelt kriegen. Und Kopf hoch, Rona, du hast schon 3 Bomben gebastelt, da kriegst du die anderen auch noch hin. Wir haben ewig Zeit. Du scheinst ja noch mehr aufgeregter zu sein als bei deiner ersten Aufgabe. Wir haben einen Stalker. Stirk ist uns nach Hause gefolgt. Stirk, was machst du denn hier? Ich habe mehrfach geklopft, aber es hat niemand geantwortet, also bin ich einfach reingegangen. Ja, das mache ich auch immer so. Wenn beim Klingeln niemand reagiert, dann mache ich einfach so die Tür auf. Es tut mir leid, ich habe einfach... brauchst du vielleicht irgendwas? Vielleicht eine Tasse schwarzen Tee? Nein, danke, keinen Tee. Ich wollte mit dir über deine zukünftigen Aufgaben sprechen. Habe ich einen Fehler gemacht? Habe ich irgendwas vergessen? Ja. Nein, gar nicht. Nimmst du uns das Atelier weg? Das ist alles meine Schuld. Was machen wir denn jetzt? Jetzt sei erstmal still! Du solltest nicht alles immer so negativ sehen. Ich weiß, du hast dich unter Astrids Führung schon daran gewöhnt. Ja, es lag, glaube ich, mehr daran, weil du so böse geguckt hast. Ich will ja gar nicht so böse gucken, aber das ist eine Sache, wo ich noch dran arbeiten muss. Kommen wir aber zum Thema zurück. Wie ich hörte, hast du öfter mal die Stadt verlassen, um deine Aufgaben erfüllen zu können. Stimmt das? Ja, ich musste ein paar Zutaten sammeln, die es hier in den Läden einfach nicht gibt. Bist du alleine gegangen oder hattest du eine Wache dabei? Naja, ich war mit Cory unterwegs und meinem anderen Freund. Mit deinen Freunden also. Denke trotzdem daran, dass es außerhalb der Stadt sehr gefährlich ist. Ja, aber wenn ich nicht die richtigen Zutaten bekomme, dann wird das Atelier doch... Das stimmt. Aber wenn du dich ernsthaft verletzt, um das Atelier zu retten... Ich weiß ja, dass es alles mit dem Befehl des Königs zusammenhängt. Es tut mir leid. Ich hätte nicht so streng mit dir sein sollen. Allerdings kannst du auch nicht einfach... Wie wäre es denn damit? Kann
Von nun an, wenn du die Stadt verlässt, werde ich dich begleiten, wann immer es mir möglich ist. Oh, das ist super. Ein echter Ritter dabei. Das ist ja Weihnachten und Ostern fällt auf einen Tag. Das machst du echt? Ja, natürlich. Vorausgesetzt, du hast nichts dagegen. Nein, nein, ganz im Gegenteil. Aber geht denn das überhaupt? Musst du dich nicht um deine eigene Arbeit kümmern? Du bist ja ein Bewohner dieser Stadt und es ist die Aufgabe der Ritter, die Bewohner der Stadt zu beschützen. Außerdem haben wir Städten auch nicht ständig dauernd was zu tun. Ach, Ritter haben gar nichts zu tun? Es tut mir leid, so habe ich das nicht gemeint. Mach dir keine Sorgen. Mehr wollte ich dir gar nicht sagen. Gib mir nur Bescheid, wenn ich dich begleiten soll. Habe ich ihn jetzt etwa verärgert? Ich hoffe, er bekommt keinen Stress, weil er mir hilft. Cool, wir können Sturk anheuern.